Ja, wie gesagt, ich möchte eine Pastete machen und dazu brauche ich natürlich Fleisch. Schulterfleisch, sehniges Fleisch am besten. Hier habe ich Schweinebacke. Ihr könnt auch Rückenspeck nehmen, wenn ihr wollt. Das Ganze muss natürlich durch meinen schönen Wolf. Ist klar, deswegen zeige ich das jetzt auch erst. Es kommen ja noch andere Zutaten dazu, Eis, Gewürz und so weiter. Und das Ganze wird ja auch noch mit der Küchenmaschine bearbeitet. Aber das Ganze lasse ich jetzt hier erstmal durch. Und dann geht's weiter. Eine Hähnchenpastete möchte ich gerne machen. Und dafür hatte ich schon mein Fleisch und Fett durchgelassen. Und brauche natürlich dazu noch Eis, Salz, ja, anderen Gewürze, Bacon und Hähnchenfleisch natürlich. Und eine Form. Ich habe das Ganze hier schon ausgelegt mit Bacon. Und jetzt muss ich das Ganze natürlich zubereiten. Ich fange erstmal an, hier welche anzubraten, weil die möchte ich dann kalt in die Form reinmachen. Das Ganze wird ja dann wieder erhitzt. Und danach fange ich dann dementsprechend an, meinen Aufschnitt Grundbrät zu machen. Und wie ich das Ganze jetzt mache, das zeige ich euch Schritt für Schritt. So, dann mache ich mal schnell meinen Aufschnitt Grundbrät für meine Hühnerpastete. Dazu nehme ich erstmal das Magerfleisch. So, Salz hinzu. Trocken laufen lassen. Das war's schon. Es hat wieder gepiept. Fett hinzu. Und natürlich Eis. Die Hälfte. So. Und jetzt schön lange laufen lassen, damit es schön fein wird. Natürlich immer darauf achten, dass es nicht zu warm wird. So, das Ganze sieht schon ganz gut aus. Jetzt kommt das Eis zu und meine Gewürze. Ihr könnt auch sowas hier nehmen, zum Beispiel, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass es zu warm wird oder nicht. Ihr könnt so zwischen 10 und 12 Grad plus reinhalten. Dann wäre das Brät fertig. Das heißt, man fängt erst kalt an und zum Schluss wird es dann wärmer. Aber es sollte nicht über 12 Grad gehen. Dann kann es passieren, dass das Brät kaputt geht. Und das wollen wir natürlich nicht. Dann geht die Wendung flöten. So. So, die Masse ist so, wie sie sein soll. Und jetzt geht's weiter. So. Jetzt werde ich hier erstmal ein bisschen Brät reinmachen. So. Und jetzt schön die Hähnchenstücke reinmachen.
Und das Ganze wird jetzt wieder bedeckt. So. Das Ganze wird jetzt hier noch bedeckt mit Bacon. Und jetzt kommt es im Backofen circa 45 Minuten bei 180 Grad. Und wenn das Ding dann fertig ist, dann zeige ich es euch. So, meine Hähnchenpastete ist fertig. Sie ist jetzt schön warm noch. Sieht lecker aus. Ich werde sie aber jetzt noch nicht anschneiden, weil sie noch zu warm ist. Ich möchte sie runterkühlen lassen, hole sie dann aus der Form raus und dann schneide ich sie an. Und jetzt geht's weiter. So, meine Pastete ist runtergekühlt. Jetzt möchte ich natürlich auch mal anschneiden. Mal gucken, ob ich das hiermit gut machen kann. Naja. Ja, sieht das nicht geil aus? Wird das sehen? Ja. Wunderschön. Jetzt will ich es natürlich auch mal probieren. Nehmen wir mal so das hinterste Stückchen. Einfach klasse. Also ich kann es nur empfehlen, macht es mal nach. Dazu eventuell Kartoffelsalat, Kartoffelbrei. Ihr könnt es auch warm essen. Keine Ahnung, was ihr dazu mögt. Einfach mal ausprobieren, ist richtig lecker. Ja, ich hoffe, meine kleine Duke hat euch gefallen. Ich sage ciao, euer Micha. Diese Butze. Ciao.